Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen Fernseher von der Firma LG mit der Bezeichnung 55UP75009LF. Den stelle ich euch ein bisschen vor. 55 Zoll. Mit dabei sind wie immer die Füße, die Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Batterien. Dann haben wir hier das Gerät. Unterhalb des Gerätes könnt ihr das Gerät ein- und ausschalten. Anschlusstechnisch ist hier ein optischer Eingang, dann Netzwerkkabel, dann haben wir hier einen Satellitenanschluss, DVB-T, DVB-C-Tuner. Dann haben wir hier an der Seite einmal einen USB-Anschluss, dann ein zweimal HDMI. Und einmal die CI Plus Modul, den Steckplatz. Dann schalten wir das Gerät mal ein und programmieren den mal. So, dann schalten wir das Gerät mal jetzt ein. Muss mich natürlich nochmal für den miserablen Ton entschuldigen. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. So, dann erstmal hier nochmal die Fernbedienung kurz. Wir sollen die OK-Taste bestätigen. Auf der Fernbedienung, die OK-Taste ist diese hier. Das mache ich mal. So, dann fragt er, ja, über unseren Smartphone einrichten oder Fernseher, direkt am Fernseher bzw. mit der Fernbedienung. Ja, direkt. Okay. Sprache auswählen. Also wie gesagt, immer mit der OK-Taste bestätigen, dann runter. Dann rechts rüber, nochmal OK-Taste bzw. Pfeiltaste nach unten. So, dann nochmal bestätigen. Okay. Dann wieder runter mit der Pfeiltaste auf Weiter. Okay. Dann euer Netzwerk auswählen, dann Passwort eingeben. Wenn ihr natürlich die Verbindung mit dem Internet herstellen wollt, wenn nicht, könnt ihr das Ganze auch überspringen. Dann wieder OK mit Enter. Das muss ich nochmal akzeptieren. Also Nutzungsbedingungen, die obersten zwei muss ich akzeptieren, sonst geht das nicht. So, zustimmen. Okay. Okay. Mit weiter. Ich habe hier keine Wandhalterung. Ich habe hier Antenne. Wenn ihr natürlich Kabelfernsehen habt, dann bitte dieses auswählen und wenn ihr einen Satelliten habt, den bitte auswählen und dann Suchlauf starten. Ich habe hier DVB-T bzw. terrestrisch, dann geht es hier runter nach zum Weiter und nochmal auf OK drücken. Wir haben nur noch digitale. Weiter. So, jetzt soll er mal suchen. Das geht, glaube ich, auch bei dem sehr schnell. Bin dann gleich wieder da, wenn er die Sender gefunden hat. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Der ist fertig, hat 76 Fernsehsender gefunden, 7 Radiosender. So, dann drücke ich mal auf OK. Fertig. Ich habe kein LG-Konto, also gehe ich weiter bzw. nach rechts oben auf Überspringen mit der Pfeiltaste nach oben, nach oben, nach oben, nach rechts überspringen. So, erste Einrichtung ist abgeschlossen, dann gehe ich nochmal runter. Also falls ihr jetzt hier nochmal Apps installieren wollt, könnt ihr das machen. Prime Video, Rakuten TV, wie auch immer. Oder direkt auf Fertig nach unten, auf OK. So, dann gehe ich mal auf Home. Dann gucken wir mal, wie wir die Sender ordnen können. So, gehe runter mit der Pfeiltaste. Ganz nach unten, ganz nach rechts, Bedienungsanleitung einsehen, kann man machen.
Ansonsten noch mal eins nach oben. Hier sind die ganzen Apps. Und ganz rechts haben wir die Einstellungen. Man kann auch direkt auf die Taste hier gehen, auf der Fernbedienung, das hat auch Einstellungen. So, wie gesagt, wir können das auch direkt mit der Fernbedienung erreichen, die Einstellungen. Dann gehen wir mit der Pfeiltaste runter. Hier haben wir die Möglichkeit Klangmodus, Audioausgabe, Schlummerfunktion, Netzwerk, alle Einstellungen. Okay. So, dann runter auf Allgemein, dann nach rechts, dann runter auf Sender, auf die OK-Taste drücken, Programmsuche und Einstellung haben wir, Sendermanager, nochmal auf OK. Alle Programme bearbeiten oder Favoriten bearbeiten. Man kann hier also auch eine Favoritenliste erstellen und bearbeiten. Wir wollen jetzt alle Programme bearbeiten. OK drücken, dann gehen wir mit der Pfeiltaste nach rechts auf das gewünschte Programm, den wir verschieben wollen. Suchen wir uns unser Programm aus. Ich gehe mal auf ZDF und den will ich mal auf die 2 verschieben. ZDF, dann drücke ich einfach hier auf die OK-Taste. Dann habe ich den gewählt. Bewegen, gelbe Taste, hier auf der Fernbedienung. Sobald ich den gedrückt habe, hat er ihn markiert. Und jetzt gehe ich mit der Pfeiltaste auf den gewünschten Programmplatz, wo ich den haben möchte. In dem Fall hier die 2, beziehungsweise hier ist die 2, ja, ARD, ZDF. Und drücke nochmal die OK-Taste zum Schluss. Und dann habe ich den auf dem Programmplatz 2. Ja, jetzt mache ich das mal mit MDR, den möchte ich auf die 3 haben. Ich kann auch direkt, also erstmal immer markieren mit der OK-Taste, dann die gelbe Taste drücken. Ja, bitte wählen Sie zuerst einen Kanal aus, das habe ich doch gerade erst gemacht, das hat nicht geklappt. Also erstmal die OK-Taste drücken. Genau, jetzt habe ich den markiert, dann die gelbe Taste für bewegen. Und dann mit der Pfeiltaste nach oben einmal, dann nochmal mit der OK-Taste bestätigen. Und dann haben wir den Programmplatz auf der 3. Und das könnt ihr natürlich jetzt mit jedem anderen Sender auch machen. Dann gehen wir nochmal ein bisschen die einzelnen Menüs durch. Also hier nochmal die Einstellung. Ich habe hier die Möglichkeit, Bildmodus einzustellen, mit der OK-Taste bestätigen. Hier haben wir Sparmodus, Kinemodus, ja, Fußball und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie hell der Hintergrund ist, verbraucht ihr auch dementsprechend mehr Strom. Ja, nur zur Info. Dann könnt ihr hier nochmal Klangmodus, Standard, Kino, klare Stimme, Fußball, Musik einstellen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Audioausgabe einzustellen auf optisch, Bluetooth, HDMI, wie auch immer. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit Spieloptimierer, das heißt, funktioniert nur mit HDMI-Eingaben. Okay, dann überspringen wir den mal. Dann haben wir eine Schlummerfunktion, einstellbar von 10 Minuten bis 4 Stunden, dass er von alleine ausgeht. Dann haben wir hier klar die Netzwerkeinstellung und dann gibt es nochmal alle Einstellungen und da könnt ihr rauf, wenn ihr zum Beispiel wie vorhin eure Sender umstellen wollt, Netzwerk oder beziehungsweise die Systemeinstellung, das heißt die Sprache könnt ihr nochmal und wenn dann Standort könnt ihr eingeben, dann könnt ihr hier Kinderschutz eingeben. Ein Code für Apps und für die Sender, LG-Konto einrichten, dann gibt es hier zusätzliche Einstellungen, Startseiteneinstellungen, ihr könnt hier eingeben, die Option für die Home-Funktion, Bereitschaftsanzeige soll die an- oder aus bleiben, Werbung, Live plus ID festlegen oder
wenn ihr zu viel umgestellt habt und nicht mehr wisst, wie ihr das rückgängig machen könnt, dann auch auf Werkstellung zurücksetzen, dann auch nochmal die OK-Taste und dann fragt er nochmal. Dann könnt ihr den Fernseher nochmal auf Werkseinstellung zurücksetzen und komplett neu einrichten. So, im Großen und Ganzen ist das Gerät mit der Einstellung fertig. Könnt hier nochmal links nochmal auch auf Support reingehen, ein Software-Update starten. Das machen wir gleich mal. Okay. Und man kann auch sagen, automatisches Update nach Update suchen. So, ist verfügbar, möchten Sie es aktualisieren? Ja, dann machen wir das mal. Wird den sowieso auf automatische Update anlassen. Dann habt ihr immer die neueste Software und müsst nicht dauernd selber gucken, ob es eine neue Software für diesen Fernseher gibt. Mit der neuen Softwareversion werden auch viele Fehler behoben, also es empfiehlt sich wirklich hier automatisches Update anzulassen. Ja, ansonsten 55 Zoll, vernünftiges Bild, Helligkeit, Bedienung ist alles gut, Umschaltung ist alles gut. Auch sehr stabil, 4,5 Zoll. Ton habe ich vorhin probiert, auch gut. Der hat noch vernünftige Lautsprecher. Allerdings strahlen die natürlich auch nach unten ab. Ja, ich lasse das erstmal updaten. Ansonsten wäre das von mir aus dieses Gerät. Jetzt wisst ihr, wie ihr die Programme suchen, speichern und auch verschieben könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ihr seid, hoffe ich, beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das in den Kommentaren stellen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.